Jeder hat sie und irgendwie kommt man auch nicht drum herum, die guten alten Weihnachtstraditionen. Für manche ist es der gefüllte Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen, der nicht fehlen darf. Für andere ist es der Serienmarathon nach der Bescherung. Aber nicht nur auf weiten Teilen dieser Welt wird Weihnachten gefeiert, sondern auch im Weltall. Zum Beispiel auf der internationalen Raumstation ISS. Oder woanders wird woanders noch gefeiert? Ich weiß es nicht. Ob die Besatzung einen Tannenbaum beschmückt, wie genau die Bescherung dort aussieht und was Star Wars mit den Festtagen im Weltraum zu tun hat, jetzt in Klicks und Science and Fiction mit unserer Sonderedition zu Weihnachten. Herzlich willkommen also und frohe Weihnachten. Ja, Mitte Dezember haben sich drei neue Raumfahrer zur ISS aufgemacht, quasi Driving Home for Christmas in gewisser Weise oder Driving Far Away for Christmas. Die Soyuz-Rakete mit den amerikanischen Astronauten Scott Tingle und Norishi G. Kanai und dem Kosmonauten Anton Skapelerov war am letzten Sonntag vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Als möglicher Ersatzmann war übrigens der deutsche Alexander Gerst am Start. Am Dienstag hat die Soyuz MS-07 dann an der ISS angedockt, heißt also Weihnachten und Silvester auf der ISS. Und tatsächlich wird es in 400 Kilometern Höhe richtig weihnachtlich. Laut einer russischen Agenturmeldung gibt es tatsächlich einen Tannenbaum. Eine russische Zeitung schreibt, dass der sogar dauerhaft auf der ISS eingelagert ist. Macht ja auch in gewisser Weise Sinn. Schließlich wiederholt sich Weihnachten in regelmäßigen Abständen, auch wenn es immer überraschend kommt. Aber sogar ein zweiter Baum ist wohl in Planung und soll doch schon mit einem US-Raumtransporter zur ISS gelangt sein. Fehlen also nur noch die Geschenke für eine feierliche Bescherung und die wird wohl ein russischer Frachter zur ISS bringen, sowohl von den Familien des Teams als auch von Roskosmos und der NASA. Und jetzt noch zu einem sehr wichtigen Bestandteil von Weihnachten, dem Essen. Selbst das Weihnachtsfest wird nichts daran ändern, dass es das Menü aus Alufolie und Konserven gibt. Was konkret aufgetischt wird, ist noch nicht bekannt. In den letzten Jahren gab es sowas wie Truthahn, grüne Bohnen, Kartoffeln, Schokoladenkuchen und Fruchtsalat. Fest steht jedenfalls, die Astronauten werden, Achtung, jetzt kommt's, den neuen Star Wars Film auf der ISS sehen dürfen. Ja, der Plan der NASA, der Film wird über das Space Center in Texas zur ISS hochgeladen. Da wäre ich echt gern dabei. Und es werden die Traditionen aus allen Teilen der Welt mit eingebracht in den bevorstehenden Feiertagen. Denn es sind ja neben den drei US-Amerikanern und in dem Japaner auch noch zwei russische Besatzungsmitglieder am Start. Und das orthodoxe Weihnachten wird ja erst am 7. Januar gefeiert. Früher gab es dazu dann schon einmal eine Botschaft eines Moskauer Patriarchen an die Crew. So oder so, es wird jedenfalls festlich. In den letzten Jahren gab es auch immer mal wieder ziemlich kitschige Weihnachtsdeko in 400 Kilometern Höhe. Das zeigen Beweisfotos der Crews und im Hintergrund Weihnachtsstrümpfe, Lametta und rote Santa-Claus-Mützen. 2012 hatte der kanadische Astronaut Chris Hadfield sogar seine Gitarre dabei. Und dann steht ja noch Silvester an. Wann feiern die das eigentlich und wie oft? Hallo, wer kann das recherchieren und in die Kommentare schreiben? Auf jeden Fall wird auch auf der ISS angestoßen. Neben den ganzen Partys gibt es aber auch eine Menge zu tun. Auf dem Programm für nächstes Jahr stehen mehr als 250 Experimente und zwar in Sachen Technik, Medizin und Biologie. Anfang des neuen Jahres wird es verschiedene Außeneinsätze geben. Tja, und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Sonneneruptionen bedrohen die ISS. Also ansonsten, bis dann. Bleibt dran, frohe Weihnachten und so weiter und so fort und bleibt schön friedlich.